Im Jahr 2024 Leitlinien für Blinde sind das selbstverständlich sein und nicht, dass wir immer kämpfen für die Linien, die aufzeigen, was durchgeht. Das ist kein Dicker, das ist etwas Gutes, das ist eine Hilfe. Bis so sind sie plötzlich fertig. Ich sehe nicht mehr weiter und die Linien gehen im Leeren raus. Bitte, machen die Linien. Sie sind nicht da, um Werbetafeln aufzustellen, zum abmachen. Hier treffen wir uns. Machen die Linien für uns, für Blinde. Es ist eine Hilfe. Und nicht eine Dekoration am Bahnhof. Touchscreen, gut und recht. Wenn der schon nicht bedienbar ist, dann bitte machen die Applikationen Service, die mit VoiceOver, sprich Sprachausgabe am Handy, zugänglich sind. Es muss barrierefrei sein. Wir müssen an diesen Informationen kommen. Und wir haben auch das Recht dazu. Sei das Fahrplanabfrage, sei das Billett lösen, egal was es geht, es ist öffentlich. Und öffentlich ist für alle. Mit und ohne Beeinträchtigung. Es muss für alle funktionieren. Ein Muss. 20 Jahre haben wir Zeit gehabt, Behindertengleichstellungsgesetz, um es zu ändern. Es ist himmeltraurig, dass wir im Jahr 2024 immer noch darum kämpfen müssen, dass wir da stehen müssen und sagen, macht, es ist immer noch nicht. Wir sind noch weit davon entfernt, dort, wo wir wollen sein, dort, wo wir müssen sein.